Blicken wir auf die Sprinterin Nadine Gonska. Wir hatten es gestern schon angekündigt. Sie wird ihre beeindruckende Karriere nun beenden. 7-mal Gold bei deutschen Meisterschaften hat sie geholt, 3-mal Gold in der Halle, einen Titel bei der Team-Europameisterschaft und viele weitere Erfolge. Also ihr Medaillenschrank, der ist nach diesem Jahrzehnt bei der MTG Mannheim prall gefüllt. Zudem kann sie auf 2 Olympiateilnahmen zurückblicken. Und jetzt nach der jüngsten in Tokio ist Schluss. Wie dieser Entschluss gereift war, darüber hat Marcel Schreiner mit ihr gesprochen. Frau Gonska, erstmal herzlichen Glückwunsch zu so einer langen und guten Karriere. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was denn dazu geführt hat, dass Sie jetzt gesagt haben, nach einem Jahrzehnt, ich hänge die Sportschuhe an den Nagel. Ja, vielen Dank. Ja, das war eine Entscheidung, die habe ich schon im Laufe des vergangenen Jahres getroffen und habe mir das sehr lange und viele Gedanken drüber gemacht. Aber ich dachte für mich persönlich, mit 31, mit den Olympischen Spielen die Karriere zu beenden, das ist ein guter und schöner und runder Abschluss und habe da für mich persönlich einen ganz guten Zeitpunkt getroffen. Ist natürlich auch immer ein sehr emotionales Thema. Wie ist es denn, wenn so eine Entscheidung reift? Ist es dann auch was, wo man sagt, da geht es viel um Emotionen oder ist dann da auch ein bisschen Rationalität gefragt, dass man sich überlegt, was ist denn jetzt auch wirklich sinnvoll? Ja, natürlich habe ich auch überlegt, was ist es sinnvoll. Ich habe mein Referendariat 2018 abgeschlossen, bin seit 2019 im Lehrerberuf und wusste einfach, dass ich mich jetzt auch, ich habe beides parallel gemacht, aber möchte mich jetzt voll und ganz auf den Lehrerberuf konzentrieren. Aber natürlich sind da auch Emotionen mit dabei. Das war jetzt eine lange Zeit, ein großer Teil meines Lebens. Und wie gesagt, ich bin mit meiner Entscheidung im Reinen, aber natürlich ist man auch trotzdem ein bisschen traurig, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Sie haben die Zukunft schon angesprochen. Lehrerberuf, da geht es jetzt weiter für Sie. Die ganze Zeit haben Sie das ja auch schon gemacht mit einer Doppelbelastung. Ist man da auch so ein bisschen froh, dass man jetzt mal durchatmen kann, dass man jetzt nicht mehr diese Doppelbelastung mit Beruf und eben Leistungssport nebenher hat? Also es war schon eine Doppelbelastung, aber ich bin sehr dankbar, wie gut es geklappt hat und wie gut oder was für eine gute Unterstützung ich da hatte seitens des Kollegiums, meiner Schulleitung. Und ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Gerade sind wir noch in den Sommerferien, wie es dann sein wird, wenn ich nach den Ferien wieder in die Schule gehe. Werde auch mehr Stunden haben in der Schule und dann mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn man nachmittags nicht mehr ins Training muss, sondern den ganzen Nachmittag dann zu Hause für die schulische Vorbereitung hat und da eben nicht mehr so sehr getaktet sein muss, wie es jetzt die letzten Monate immer war. Wir blicken noch mal kurz aufs Sportliche. Untereinander in der Trainingsgruppe ist es natürlich auch so, dass man da nicht nur Trainingspartner ist, sondern auch befreundet ist. Sie haben mit einigen Sportlerinnen auch sehr lange in einer Trainingsgruppe trainiert. Inwiefern spricht man mit denen dann auch mal, wenn man so eine Entscheidung vorhat zu treffen? Oder ist es dann wirklich so, dass die das dann auch erst erfahren, wenn es die Allgemeinheit erfährt? Nee, das war tatsächlich so. Meine Trainingsgruppe, die wusste das. Wir haben darüber gesprochen. Von daher kam die Nachricht für die jetzt nicht ganz so überraschend, weil wie gesagt, wir sind da sehr eng miteinander, auch befreundet. Natürlich, wir verbringen oder haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und von daher wussten die da Bescheid. Und es ist natürlich auch schade, weil wie gesagt, da sind echt gute Kontakte entstanden. Aber natürlich, ich werde trotzdem weiter verfolgen, was die anderen Mädels so machen. Verfolgt haben wir natürlich auch Ihre Wettbewerbe immer sehr. Da sind ja auch einige Medaillen hängen geblieben, 2-mal Olympische Spiele mitgemacht. Was war so Ihr persönliches Highlight der Karriere? Oh, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Natürlich die Olympischen Spiele 2016 waren ein großes Highlight. Aber ich muss auch sagen, dann der Umstieg auf die 400-Meter-Strecke und dass ich da dann 3-mal Deutsche Meisterin werden konnte, da war auch jeder deutsche Meistertitel irgendwie was ganz Besonderes. Und von daher, ich kann gar nicht festmachen, was jetzt so das Highlight war. Und es waren einfach so, so viele schöne Momente, die ich durch den Sport erlebt habe. Und das wird immer in Erinnerung bleiben. Schönes Abschlusswort für eine schöne abschließende Karriere. Wir bedanken uns fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich danke auch.